Wenn die Märkte und die Börse ein scheues Reh sind, man nicht verschrecken darf, und wenn der Kapitalismus ein wildes Raubtier ist, welches gezähmt werden muss, welches Tier ist dann die Demokratie? Ich stelle mir so eine nervige Schildkröte vor, die immer so langsam kaut, regt mich auf. Einer, der ein Buch über die Demokratie, das heißt über den Grenzen geschrieben hat, ist der Soziologe Stefan Lessenich. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Lessenich. Hallo, guten Morgen, Herr Rose. Diese Demokratie, es ist manchmal ein nerviges Ding, oder? Ja, es ist natürlich eine Errungenschaft, wissen wir ja alle. Und wir sind ja letztlich, glaube ich, auch die allermeisten von uns froh, in einer Demokratie leben zu können. Das heißt, ja, in einer Gesellschaftsform, wo die vielen etwas mitzureden und mitzubestimmen haben. Aber sie ist natürlich nervig, erstens für die, die herrschen oder die, die oben stehen, weil sie sich rechtfertigen müssen, weil sie die Dinge nicht alleine deichseln können. Sie ist aber ehrlich gesagt auch nervig, weil, Sie haben es ja schon angedeutet, weil sie auch zu Konsequenzen führt, die man eigentlich nicht wünschen kann. Und das ist selten Thema, das kommt selten zur Sprache, weil man, wenn man Verwerfungen unserer Gesellschaftsform betrachtet, häufig oder meistens vom Kapitalismus redet. Und das ist auch richtig und angemessen. Aber die Demokratie trägt ihren Teil dazu bei, dass unsere Lebensform, unsere Gesellschaftsform, wenn man das so möchte, nicht nachhaltig ist. Dazu kommen wir gleich noch, aber nochmal zu dieser Demokratieerzählung, zu dieser Erzählung der Postdemokratie, mit der Sie ja in Ihrem Buch einsteigen. Die setzt ja voraus, dass es mal eine gute alte Zeit gab, eine richtige Demokratie. Also jetzt haben wir da den Lobbyismus und den medienindustriellen Komplex, wie Sie ihn nennen, oder Polytainment. Und vorher gab es die gute alte Zeit. Gab es die wirklich? Also ich halte das für eine der, wenn man das jetzt scharf sagen möchte, Lebenslügen der hiesigen Demokratie und übrigens dann auch von uns als demokratischen Bürgerinnen oder Bürgerinnen einer Demokratie, nämlich zu denken, ja, es gab mal, und das wird dann meistens in die 1960er, 1970er Jahre verlegt, eine Zeit, wo die Partizipation hoch war der Menschen, das wird dann in Wahlbeteiligung gemessen, wo sich die Zivilgesellschaft einbringen konnte in politische Prozesse, Verfahren, Entscheidungen und wo im Grunde genommen auch das Zusammenspiel zwischen Politik und Bevölkerung, ja, oder Eliten und Massen funktionierte. Mhm. Und ich würde sagen, das ist eine der ja schönen Erzählungen, die aber so nicht stimmt, weil wenn man sich es genauer anschaut, dann wird man erstens sehen, dass die Beteiligung damals, also das, was man wirklich als demokratische Partizipation bezeichnen könnte, im großen Maße formal war. Also die Leute sind wählen gegangen, sie haben die Volkspartei in der Mitte gewählt, da waren natürlich dann die Volkspartei in der Mitte auch zufrieden, dass dem so ist. Und ansonsten war das eine Demokratie, die stark von ja, korporatistischen Instrumenten dann auch geprägt war, würde man sagen. Also von dem Zusammenspiel von Arbeit und Kapital, von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die sich damals üblich an einen Tisch setzten und Arbeitsbedingungen aushandelten und damit die Wirtschaft am Laufen hielten und dann eben auch die Möglichkeit demokratisch organisierter Umverteilung garantierten. Das lässt aber außer Acht, dass erstens viele aus diesem Spiel faktisch ausgeschlossen waren, also Migrantinnen, die keinen Wahlrecht haben sowieso, aber auch beispielsweise, man sagt, Demokratie ist auch eine Form der Zuteilung von Lebenschancen, dann waren beispielsweise auch viele Frauen ausgeschlossen, nämlich die an dem zentralen Instrument zur Verteilung von Lebenschancen, den Arbeitsmärkten, eigentlich da keinen Zugang oder nur einen minderen Zugang hatten. Also es gab tatsächlich einige Gruppen, und zwar keine geringen, die gar nicht in diesem demokratischen Partizipationsgeschehen mit vertreten waren. Und die zweite Lebenslüge oder die zweite geschönte Erzählung beruht darauf, dass wir ausblenden, auf welchen Voraussetzungen unsere Demokratie hierzulande beruht, nämlich dass sie darauf beruht, dass in vielen anderen Ländern es keine Demokratie gibt. Und meine scharfe These wäre, dass wir das auch brauchen, dass es in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern keine demokratischen Verhältnisse gibt, um hier demokratische Verhältnisse aufrechterhalten zu können. Scharfe These ist gut. Sie haben ja mein Demokratiebild kaputt gemacht. Ich habe gelesen in den ersten Seiten dieses schönen kleinen Reklamheftchens, die Geschichte der Demokratisierung ist eine Geschichte von Teilhabe durch Ausschluss, und zwar bis auf den heutigen Tag. Das heißt, nur weil wir andere ausschließen oder ausbeuten, können wir schöne, nette, warme, kuschelige demokratische Verhältnisse haben hier in Europa zum Beispiel? Ja, ich glaube, das lässt sich jetzt mit Blick auf unsere politischen Beteiligungsrechte durchdeklinieren, aber eben auch auf die ökonomischen Teilhaberechte. Also das ist ja eine meiner Generalthesen, dass hier Wohlstand produziert werden kann und umverteilt werden kann, jedenfalls in Grenzen, dass hier die allermeisten Menschen ein Dach über dem Kopf haben, nicht verhungern müssen und einigermaßen dann auch am kulturellen Leben teilhaben können. Das beruht darauf, dass anderweitig in der Welt ganz andere Verhältnisse herrschen, nämlich dass da beispielsweise unser Wohlstand mitproduziert wird in Formen und unter Bedingungen, die wir in einer demokratischen Gesellschaft niemals akzeptieren würden, sondern die wir abwählen würden gewissermaßen. Also das ist das eine, und dieser
diese lange Geschichte der Demokratisierung durch Ausschluss, das kann man, glaube ich, also beim politischen Wahlrecht zum Beispiel gut rekonstruieren. Ich meine, es ist klar, die immer schon Entscheidungsgewalt hatten, die immer schon sagen durften in Gesellschaft, wo es lang gehen soll, die haben sich natürlich lange gewehrt dagegen, dass die Massen teilhaben. Und die Massen haben aber auch nicht sofort teilhaben können, sondern es waren erstmal Männer. Es waren Männer, die als Bürger auch anerkannt waren. Es waren Männer, die beispielsweise Steuern gezahlt haben. Also es war auch am ökonomischen Status aufgehängt. Und auch diese reichen Männer, die irgendwann dazugekommen sind oder dann auch andere Männer, die dann das Wahlrecht bekommen haben, die haben sich sehr, sehr lange dagegen gestrebt und sich geweigert, beispielsweise den Frauen das allgemeine gleiche Wahlrecht auch zuzuerkennen. Also in europäischen Gesellschaften erst Mitte des 20. Jahrhunderts beispielsweise, in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, in Frankreich erst im Zweiten Weltkrieg, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, dass Frauen auch Wahlbürgerinnen werden durften. Wir wissen, dass bis heute viele Millionen Menschen in diesem Lande, die nämlich nicht deutsche StaatsbürgerInnen sind und auch nicht EU-StaatsbürgerInnen, dass die überhaupt kein Mitspracherecht haben. Demokratie ist für mich die Teilhabe an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die unsere Lebensbedingungen, meine eigenen Lebensbedingungen maßgeblich beeinflussen. Und es gibt in diesem Land viele Millionen Menschen, die nicht mal die Möglichkeit haben, im kommunalen Bereich mitzubestimmen, ob ein Schwimmbad erhalten bleibt oder nicht, ja, oder wie kulturelle Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten und so weiter ausgestattet werden. Da gibt es viele migrantische Personen, die da überhaupt kein Stimmrecht haben, wo man sich dann auch nicht wundern muss, dass sie der Demokratie vielleicht ein bisschen distanziert gegenübersteht. Sie sprechen ja von einer Demokratie-Melancholie in der euroatlantischen Nachkriegszeit. Kann sein, dass diese Demokratie-Melancholie, die ja so wohlig ist, weil wir sind ja gute Demokraten, dass die bis heute anhält auf eine gewisse Art und Weise? Ja, ich glaube schon. Ich meine, der gesamte Aufstieg des Rechtspopulismus hat ja auf der anderen Seite eine solche, ich würde es schon so nennen, Demokratie-Melancholie nochmal befördert. Ja, also erstens diese Vorstellung, ach früher, da gab es den Rechtspopulismus nicht und da waren die demokratischen Verhältnisse besser. Und jetzt gibt es für viele dann eben auch den Anlass, auch irgendwie den begründeten Anlass zu sagen, naja, wir sind Demokratinnen und die anderen, die jetzt da gegen Ausländer hetzen oder die Grenzen schließen wollen oder die Eliten anfeinden, ja, das sind die Nicht-Demokratinnen. Und unsere demokratische Gesinnung ist eine, die auf wackeligen Füßen steht, würde ich sagen. Also diese Demokratie hierzulande charakterisiert sich dadurch, dass sie im Grunde genommen eine Output-Demokratie ist. Und das gilt nicht nur für Menschen, die jetzt heute irgendwie bei Pegida oder anderen Anlässen für Rechtspopulismus auf die Straßen gehen. Ich glaube, in der Breite der Bevölkerung gilt, Demokratie ist anerkannt und wir sind gute Demokratinnen, wenn Demokratie in der Lage ist, Wohlstand zu produzieren, ja, also Wachstum herzustellen, materielle Lebensverhältnisse zu garantieren, die uns angemessen erscheinen. Das ist natürlich auch eine existenzielle Aufgabe von Politik, aber sobald der Wohlstandsproduktionsmotor stottert, ja, und dieser Output nicht mehr gewährleistet ist, kommt bei uns auch die Demokratie ins Schlingern. Und das ist eine Fehlkonstruktion meines Erachtens, weil das macht Demokratie von Wachstum ab. Das heißt, da kommt noch eine gehörige moralische Überlegenheit dazu, dass wir auf der richtigen Seite stehen, die Richtigen sind, die Fleißigen und die Guten, wenn es alles funktioniert. Sie sagen, der Konstruktionsfehler ist sozusagen der Wachstumszwang. Hängt denn die Demokratie und der Rechtsstaat mit dem Kapitalismus, also mit dem Wirtschaftssystem eng zusammen? Also wer braucht da wen? Braucht der Kapitalismus Demokratie und Rechtsstaat oder ist es umgedreht, dass stabile wirtschaftliche Verhältnisse für demokratische Strukturen die Voraussetzung sind? Ja, also letzteres gilt auf jeden Fall, würde ich sagen. Das muss man jetzt nicht unbedingt eng führen, dass stabile wirtschaftliche Verhältnisse nur durch Kapitalismus produziert werden können. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Kapitalismus ein Krisenproduzent allerersten Ranges ist. Nur, dass in den hochentwickelten demokratischen Gesellschaften diese ökonomischen Krisen lange Zeit nicht wirksam wurden, sondern dass die anderswo stattgefunden haben. Dass also hier die stabilen wirtschaftlichen Verhältnisse und deswegen auch eine Demokratie, die darauf aufbauen konnte, gesichert waren. Ich habe das schon angedeutet, weil anderswo massive existenzielle ökonomische Krisen für breite Teile der Bevölkerung an der Tagesordnung waren. Man könnte sich sicherlich vorstellen, dass Ökonomie auch anders organisiert ist als kapitalistisch und stabile wirtschaftliche Verhältnisse herstellen kann. Nur das ist für uns aus der Welt, weil wir seit 200 Jahren nichts anderes kennen als diesen Nexus von einer Demokratie, wenn es sie denn gibt, die auf kapitalistischen Verhältnissen aufbaut. Umgekehrt gilt das leider nicht so unbedingt und da haben wir
Beispiele zuhauf in der Geschichte wie auch jetzt gegenwärtig. Der Kapitalismus kommt jedenfalls auf mittlere Frist durchaus auch ohne Demokratie aus. Wir kennen Formen des autoritären Kapitalismus, also natürlich bis in die Gegenwart in China. Wir kennen es aber auch in Deutschland selbst. Also das Kaiserreich war sicherlich eine Phase des autoritären Kapitalismus hier auf unserem Boden. In China ist ja festzustellen, dass da auch ein Ruf nach Rechtsstaatlichkeit da ist, um stabile Märkte hinzubekommen. Das ist ja das, was die Herausforderung zum Beispiel in China ist. In der demokratischen Rechtsstaat sind wir alle gleichberechtigte Rechtssubjekte. Das ist eine gewisse Stabilität auch. Aber so ganz so gleichberechtigt sind wir nicht, wenn man den alten Marx bemüht. Es gibt ja noch das Privateigentum an Produktionsmitteln. Das ist dann der kleine, feine und vielleicht auch große Unterschied, die Produktionsmittel haben und die sie eben nicht haben. Ja, das ist ein ganz entscheidender Unterschied und Produktionsmittel, da schrecken natürlich dann schon viele zurück, weil das eben sozusagen Marx konnotiert ist. Es geht darum, wer entscheidet im Betrieb, ja, es geht darum, wer entscheidet darüber, was, wie, wann, für wen, zu welchem Preis, in welchen Größenordnungen, zu welchen Kosten sozusagen auch für die Umwelt und so weiter produziert wird. Und da haben wir, und das wissen wir eigentlich alle, alles andere als Demokratie. Ja, wir haben keine Wirtschaftsdemokratie. Und diese Abhängigkeit von uns, also wenn wir, und das sind die allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft, lohnabhängig beschäftigt sind, unsere Abhängigkeit von anderen, die darüber entscheiden, wie wir arbeiten, was wir zu tun und was wir zu lassen haben und wie wir auch gesellschaftlich insgesamt kollektiv produzieren, das ist ein Riesenproblem für Demokratie, für Partizipation, für die Teilhabe der vielen. Also von daher liegt in dieser Organisationsweise der Ökonomie schon auch der Hase im Pfeffer, muss man sagen. Und daran müsste eben auch gedreht werden. Also wir sind alle demokratische Rechtssubjekte. Das stimmt mit den Einschränkungen, die ich genannt habe. Ja, also viele, viele Menschen dieser Gesellschaft sind keine vollständigen demokratischen Rechtssubjekte. Aber innerhalb dieses Kreises der demokratischen oder der demokratisch berechtigten Subjekte haben wir eben diese Achse des Oben gegen Unten, wo einige wenige ganz zentrale Entscheidungen für diese Gesellschaft insgesamt bestimmen und wo sie, und das ist sozusagen meine These auch, dass diese Klassengesellschaft des Oben Unten, die eben durch Besitz oder Nichtbesitz an Produktionsmitteln auch wesentlich charakterisiert wird, dass die auch deswegen Bestand hat, weil alle, die unten sind, das heißt die Nichtsbesitzende sind, in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und alltäglich sich danach strecken müssen, eher ein bisschen mehr zu haben als gar nichts. Also von daher würde ich sagen, die Klassengesellschaft lebt auch von der Konkurrenzgesellschaft. Das sind dann die Grenzen der Demokratie, von denen Sie sprechen, das ist der Titel Ihres Buches, Grenzen der Demokratie, Teilhabe als Verteilungsproblem. Letztlich ist es ein Verteilungsproblem, geht es um Verteilung, geht es um Macht, nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern auch eigentlich weltweit. Sie werden ja in dem Vortrag jetzt am übernächsten Donnerstag, am 18. Juni, über diese Auslagerung, über die Externalisierung von Arbeits-, Umwelt- und Klimarisiken in ärmere Weltregionen sprechen. Das ist ja der zweite Hase, der im Pfeffer liegt, dass wir unser schönes Leben hier und unsere Demokratie auf Kosten der anderen leben können, weil der Dreck woanders stattfindet und die Verbrechen und die Ausbeutung in anderen Teilen der Welt stattfindet. Das ist ganz praktisch, oder? Ja, das ist ziemlich praktisch. Also für die, man kann sagen, circa 10-15% der Weltbevölkerung, die kollektiv davon profitieren. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir alle gleichermaßen dieser Gesellschaft, also ob oben oder unten, in gleicher Weise von diesen weltgesellschaftlichen Machtverhältnissen profitieren. Aber insgesamt lebt diese Gesellschaft, also das Produktionsmodell Deutschland beispielsweise, lebt sehr, sehr gut genau von diesem Gefälle. Und im Grunde genommen ist diese These der Externalisierungsgesellschaft, also dass der hiesige Reichtum wesentlich auch auf Kosten ja von sozialen, ökologischen, letztlich auch ökonomischen Kosten anderswo produziert wird. Diese These hängt dann eng mit den Grenzen der Demokratie zusammen, weil ich eben glaube, ich habe das schon angedeutet, dass wenn man diese weltgesellschaftlichen Ungleichheiten, diese krassen Ungleichheiten weltgesellschaftlich hier anschaut, man eben nicht nur die erklären kann mit dem Kapitalismus, auch dem globalen Kapitalismus als Organisationsform der Ökonomie, sondern die Demokratie spielt eine ganz wesentliche Rolle, weil der moderne Kapitalismus hierzulande ist demokratisch verfasst. Und das, glaube ich, wirklich Fatale ist, dass wir als BürgerInnen dieser Gesellschaft, also der Bundesrepublik Deutschland, die von den weltgesellschaftlichen Machtverhältnissen massiv profitiert, dass wir im Grunde genommen ein Interesse haben müssen, ja auch ein ökonomisches Interesse, dass diese Verhältnisse aufrechterhalten werden. Und das bestätigen wir beispielsweise durch Wahlen oder durch unsere politische Aktivität oder Nichtaktivität immer wieder neu.
Wir sind leider Mitgehangene und Mitgefangene dieser globalen Ungleichheitsverhältnisse, weil wir auf der Profiteursseite sind. Das ist dann die Dialektik der Demokratie, von der Sie sprechen? Ja, das ist die Dialektik. Also Dialektik meint hier sozusagen eine Doppelbewegung, die also wo die eine nicht ohne die andere zu denken ist. Also Ausweitungen von Teilhaberechten gehen immer mit Einschränkungen von Teilhaberechten andernorts einher. Und das kann man weltgesellschaftlich ausbuchstabieren oder wir haben es in diesem Gespräch ja eingangs auch innergesellschaftlich ausbuchstabiert. Ich glaube, das ist ein zentraler Basismechanismus von Demokratie, dass immer dort, wo Teilhaberechte für die vielen ausgeweitet werden, viele andere das bezahlen müssen. Also die Frage, lässt sich eine Weltdemokratie herstellen, steht und fällt mit der anderen Frage, die dazugehört, kann ein globaler Kapitalismus eine Weltdemokratie eigentlich ertragen? Und ich glaube, es ist nicht so. Wenn andernorts, also wenn in Bangladesch die Verhältnisse so demokratisiert werden, dass die Leute sich wehren können, unter bestimmten Arbeitsbedingungen produzieren zu müssen, letztlich für uns, ja, dann bricht auch das gesamte global kapitalistische Produktionsmodell zusammen. Trotzdem hält sich ja und verinnerlicht da, ist ja diese Erzählung, wir sind die Guten, wir sind die Fleißigen und wenn sich die anderen nur Mühe geben würden, sich besser organisieren würden, sich entwickeln würden, weil wir sind ja hochentwickelt und hochzivilisiert, dann könnten die auch so leben wie wir. Das hält sich hartnäckig und ist ja verinnerlicht, dass wir die Besseren sind. Das ist ganz schwer wegzubekommen, diese Erzählung, kann das sein? Ja, und ich finde auch, das ist jetzt aber, betrifft mich persönlich, ich finde sie auch ganz schwer zu ertragen. Ich finde auch, je mehr man sich in dieses Feld begibt und sich da kundig macht, umso schwerer wird diese Erzählung zu ertragen. Und es ist ja leider nicht nur die Erzählung von liberalen Ökonomen und Ökonominnen, die ja zum Beispiel dann auch diese Erzählung so abwandeln, zu sagen, ja, im Grunde genommen, der globale Kapitalismus ist auch ein System der Arbeitsteilung, wo jetzt diejenigen, die gegenwärtig sich schlechter stellen in dieser Arbeitsteilung, aber auch die Chancen des Aufstiegs haben. Also beispielsweise Kinderarbeit in bangladeschischen Textilfabriken wird auf die Dauer eben dann auch enden, nämlich wenn über Einkommensmöglichkeiten, Arbeitsplatzchancen dort in der Textilindustrie dann auch die Möglichkeit zu mehr Wachstum gegeben wird in den dortigen Gesellschaften, dann kann es auch mehr Bildung geben, dann kann es auch mehr Forderungen nach demokratischer Teilhabe geben, dann werden die irgendwann so wie wir. Ich glaube, das hat so viele Haken, diese Geschichte, also es wird wahrscheinlich ungefähr 200 Jahre dauern, wenn es überhaupt so wäre. Und nach meiner These ist es so, dass die nicht so wie wir werden können, wenn wir so bleiben wollen, wie wir sind. Es können nicht alle die Produktions- und Lebensverhältnisse etablieren weltweit, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland herrschen, weil dann also nicht nur dieser Globus endgültig und noch viel schneller ökologisch bankrott gehen würde, sondern weil dann einfach unser Produktions-, unser Wirtschafts-, unser Erfolgsmodell nicht mehr funktionieren würde. Wir müssen die anderen für uns arbeiten lassen. Das ist so. Und deswegen ist es für mich zunehmend empörend, wenn diese Geschichte legitimatorisch, rechtfertigend eingeführt wird, genauso wie ich es empörend finde, darauf zu verweisen, naja, also die Weltarmut hat doch in den letzten 20, 30 Jahren abgenommen. Was wollt ihr überhaupt? Es ist alles auf einem guten Wege. Wir haben gegenwärtig immer noch 2 Milliarden Menschen auf diesem Globus, die täglich von weniger als 3,20 US$ leben müssen, also entsprechend ihrer lokalen Kaufkraftverhältnisse. 3,20 Dollar, also weniger in Euro pro Tag für 2 Milliarden Menschen. Das erscheint uns unvorstellbar, einen solchen Lebensstandard irgendwie ertragen zu müssen. Ja, aber gleichzeitig gehen wir jeden Tag locker drüber hinweg und denken uns, naja, entweder die sind selber schuld oder ja, wir werden schon dazu beitragen, dass die auch aufholen können. Ich finde das wirklich, wirklich empörend. Das heißt, unser Lebensmodell, unser Demokratiemodell und unser Wirtschaftsmodell hat ein massives Legitimationsproblem, was auch ja irgendwie ins Persönliche reingeht, wo man denkt, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Was bin ich für ein gesellschaftliches Wesen? Könnte man stundenlang drüber plaudern und sich natürlich auch aufregen. Kann das sein, dass Sie als Wissenschaftler dann mal aus der Rolle rausfallen, auch emotional werden und sich empören tatsächlich? Absolut. Also ich bin auch als Wissenschaftler emotional, weil ich irgendwie mit Haut und Haaren auch Wissenschaftler bin und ich finde, das gehört auch dazu. Da gibt es ja die seltsame Vorstellung, dass es irgendwie runtergedimmte Wesen seien, die alles nur nüchtern, ja, sine ira et studio, wie man dann gerne sagt, betrachten. Ich glaube, jeder, der bei der wissenschaftlichen Sache ist und jede ist auch wirklich mit Herzblut dabei, weil er oder sie sich für Themen, jetzt in der Soziologie beispielsweise, für gesellschaftliche Themen interessiert und die analytisch erschließen und aufschließen möchte. Aber bei mir geht es in der Tat auch ein bisschen darüber hinaus, weil ich auch politischer Bürger bin und wenn ich diese analytischen Erkenntnisse habe, dann kann ich nicht umhin, mich als politischer Bürger irgendwie auch einzubringen im Rahmen meiner Möglichkeiten
Und das wäre jedenfalls mein Ausgangspunkt, zu versuchen, irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse ja in Bewegung zu bringen. Da überschätze ich mich überhaupt nicht, was ich mit dem Buch oder mit dem Vortrag oder mit mehr Emotionen und Empörungen leisten kann. Aber ich glaube, für mich ist es die Art und Weise, mit dieser, und Sie haben das ja auch gesagt, mit dieser schizophrenen Rolle umzugehen, ja, zu wissen, dass mein Lebensstandard, und der ist bei mir sehr gut, ja, bei vielen dieser Gesellschaft ist er beileibe nicht so gut, aber immer noch ziemlich erträglich in weltgesellschaftlichem Maßstab, dass dieser Lebensstandard wirklich damit steht und fällt, dass anderswo die Leute, und letztlich muss man es ja so sagen, sterben müssen. Ja, das ist so unerträglich, dass man sich natürlich ungern damit beschäftigt. Und wenn man daran nicht irre werden möchte, dann muss man, glaube ich, A, sich das wissenschaftlich weiter erschließen und B, politisch etwas dagegen tun. Und vielleicht auch drüber reden, sich austauschen. Das werden Sie tun in einer eigenartigen Form in diesen Zeiten. Am 18. Juni gibt es einen Online-Vortrag. Was ist das, was Sie da machen? Sie sitzen vor einer Kamera, vielleicht zu Hause und diskutieren mit anderen Menschen. Surreal, oder? Ja, da muss man schon sagen, dass Corona für die Demokratie in einem starken, substanziellen Sinne ein Problem ist. Also für den, was ich nämlich in der Tat für zentral halten würde, um die gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt ändern zu können, müssen sich die Menschen austauschen. Ja, die müssen zusammenkommen, sich Fragen stellen, wechselseitig sich fragen, wie ist es denn zum Beispiel möglich, ja, dass wir hier so leben, wie wir leben? Was sind da die Voraussetzungen, die wir für gewöhnlich ausblenden und verschweigen? Und da kommt man in der Regel nicht im stillen Kämmerlein drauf, wenn man nämlich nicht dafür bezahlt wird wie ich, sondern da kommt man im gesellschaftlichen Austausch dazu. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt von Demokratie, dass es Räume gibt, wo sich die Bürger und Bürgerinnen austauschen über die Hintergründe ihrer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, ihrer gemeinsamen. Und dafür ist eine Zoom oder WebEx oder was auch immer Konferenz. Und das ist die Form, in der jetzt dieser Vortrag, und es wird hoffentlich nicht im Wesentlichen Vortrag, sondern tatsächlich dann im Rahmen des dort Möglichen eine Diskussion, also ein Gespräch auch mit Dritten und Vierten. Aber das ist die Form, in der jetzt diese Veranstaltung stattfinden wird. Und das ist in der Tat eine starke Einschränkung der Möglichkeit des Austausches. Ich meine, wir machen es jetzt am Telefon, das geht einigermaßen gut, aber wenn wir uns jetzt richtig streiten sollten und Sie jetzt vielleicht eine Position hätten, die meiner entgegenläuft und wir uns da austauschen sollten und zu einem irgendwie gemeinsamen Ergebnis kommen sollten, auch dem vielleicht, dass wir nicht übereinstimmen, dann braucht es da eigentlich die physische Co-Präsenz. Ja, da müssten Sie einfach mal wieder nach Thüringen kommen. Kommen Sie ab und zu mal nach Thüringen? Also Jena war ja mal ein Ort Ihres Schaffens. Haben Sie da noch Verbindungen nach Thüringen? Selbstverständlich habe ich noch, also sowohl wissenschaftliche wie auch private Verbindungen. Ich bin auch bis vor relativ kurzer Zeit, weil da noch unser Postwachstumskolleg lief, war ich relativ häufig in Jena. Auch jetzt bin ich nach wie vor öfters dort als anderswo, jenseits von München, und deswegen komme ich auch immer gerne dorthin. Ich fand das immer einen sehr inspirierenden intellektuellen Rahmen in Jena, habe mich aber auch in Jena und in Thüringen sehr wohl gefühlt in der Zeit, wo ich da gelebt habe, die Jahre, und deswegen bin ich dort immer wieder gerne zu Gast. Also sobald sich die Verhältnisse, wenn es denn so kommen sollte, renormalisieren, tauche ich auch gerne wieder physisch dort auf. Ganz wunderbar. Müssen Sie in München manchmal sich rechtfertigen oder den Osterklärer geben und sagen, was ist denn da los im Osten? Die Wahlergebnisse, was jetzt in Thüringen los war, kommen Sie manchmal in Erklärungsnot? Nicht in Erklärungsnot, sondern, also nicht in dem Sinne, den Sie jetzt sagen, sondern ich komme in die Situation, wo ich meine, mal Dinge gerade stellen zu müssen oder vielleicht ein paar Informationen zu geben, soweit ich da einen Einblick habe, sowohl einen wissenschaftlichen wie auch dann einen lebensweltlichen, weil im Grunde genommen wird ja häufig nicht gefragt, was ist da los, sondern es wird gleich konstatiert, was da los ist. Ja? Und das ist ja sehr, sehr häufig jetzt aus einer Westperspektive durch eine souveräne Nichtkenntnis gekennzeichnet. Und da fühle ich mich manchmal schon, also erstens herausgefordert, dann aber auch ansatzweise in der Position, mal ein paar Gesichtspunkte mit einzubringen, die vielleicht nicht so bekannt sind oder die tunlichst dann außer Acht. Schöne Rolle. Ich habe mich über das Format Ihres Buchs gewundert. Ich hatte die Reklamheftchen größer in Erinnerung. Da sagte mir jemand, nee, das ist das Originalformat. Süßes kleines Büchlein, kann man gut lesen. Stefan Lesse, nicht Grenzen der Demokratie, Teilhabe als Verteilungsproblem. Das als Literaturhinweis, das kann man ganz alleine lesen oder auch zu zweit oder zu dritt. Und die Konferenz oder der Vortrag wird stattfinden am 18. Juni, 19 Uhr. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen wird es veranstalten, und auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen kann man auch den Link zur Plattform dann sich anschauen. Herr Lessen, ich freue mich, wenn Sie wieder mal Thüringen besuchen, wünsche Ihnen eine gute Zeit und kommen Sie gut durch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, und ich freue mich dann auf meinen kommenden Besuch. Danke, tschüss. Ciao.